Tendunke ist bei uns und zwar in Wendelsdorf heute verantwortlich oder öfter verantwortlich natürlich draußen für den SVW, weil André Müller einmal spielt. Wie hast du heute die Partie gegen Egesdorf gesehen? Wir haben uns natürlich auch vor dem Spiel viel vorgenommen. Nachdem wir jetzt zwei Unentschieden hatten, wollten wir natürlich unbedingt heute einen Dreier holen. Leider ganz schlecht ins Spiel gekommen. Ich glaube, zweite Minute oder wenn es nicht sogar erste, kriegen wir schon das 1-0. Völlig die Anfangsphase verschlafen. Machen dann zwar schnell den Ausgleich, aber alles in allem muss man sagen, waren wir heute wirklich nicht gut im Spiel. Wir haben irgendwie alle Grundtugenden vermissen lassen, waren nicht richtig in den Zweikämpfen und dann verliert man so ein Spiel halt am Ende 3-1 und man muss auch einfach sagen, dass es unterm Strich dann auch verdient war, auch wenn wir noch zwei wirklich gute Chancen hatten in zweiter Halbzeit. Aber ich denke schon, dass am Ende leider das ein rechtfertiges Ergebnis ist und für uns wirklich ein bisschen enttäuschend, weil wir uns natürlich mehr vorgenommen haben. Ja, so ist das. Ne? Ist man ein bisschen enttäuscht. Man ging ein bisschen verspätet in die Partie. Hier war vorher noch eine schwere Verletzung. Also es lief nicht mal so rund, aber damit mussten beide Mannschaften kämpfen. Aber verdient der Sieg nach Egesdorf, das muss man so sagen. Muss man sagen. Auch in der Höhe. Wie geht's für euch weiter? Für uns geht es weiter am nächsten Sonntag wieder Heimspiel, 14 Uhr zu Hause gegen VfL Maschen. Da wollen wir auf jeden Fall ein anderes Gesicht zeigen und die nächsten drei Punkte hier holen, damit damit es mal wieder einen kleinen Aufwärtstrend gibt und wir ein bisschen wieder Tuchfühlung nach oben haben können und nicht nach unten. Ja, super. Und man munkelt ja, dass ihr heute noch in Hamburg ein bisschen um die Häuser gehen wollt. Dafür viel Glück.